Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf diesem Kanal. Ja, heute werden wir Honigräume ausschlecken lassen. Ich habe gestern Honig geschleudert, dabei sind zwei Honigräume abgeschleudert worden. Und diese zwei abgeschleuderten Honigräume, die sind natürlich erstens durchs Entdeckeln ein bisschen ramponiert. Ich zeige euch das gleich mal. Und zweitens sind die... ja, da klebt eben halt noch Honig dran, so ein bisschen. Und so möchte ich die nicht unbedingt wegstellen, weil das könnte ja wirklich sein, dass das Mäuse anlockt oder sowas. Und deswegen lasse ich das von den Bienen ausschlecken und gleich reparieren. Und wie ich das mache, zeige ich euch gleich mal. Ja, so sehen die Waben aus. Wie man das sehen kann, sehen die recht rabiat aus. Eigentlich ja, komplett zerstört, will ich nicht sagen. Aber man sieht schon, dass das schon echt schon ganz schön in Mitleidenschaft auch gerissen worden ist. Und das wird jetzt einfach reingehangen wieder. Dazwischen kommt eine Leerzange und dadurch werden die das nicht wieder antragen durch die Leerzange und sondern nur ausschlecken. So, das machen wir jetzt gleich mal. So, dafür öffnen wir einfach mal das glückliche Volk, sag ich mal, welches jetzt die Ehre hat, die Waben auszulecken. Und zwar, ist das so, dass ich mir jetzt hier das stärkste Volk ausgesucht habe, weil die schöne Bienenmasse drin haben, um eben halt den Honigraum gut auszuschlecken und wieder zu reparieren. Und dann habe ich das auch noch so gemacht, dass ich abends an die Bienenvölker rangehe und das abends aufsetze, um der Räuberei eben halt so ein bisschen entgegenzuwirken. Das ist erstmal so der Plan. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Ich nehme hier vorsichtig den Deckel ab und wie man sehen kann, ja, die sind recht aggressiv. Ich habe zum Glück hier den Schleier richtig zu. Die fangen hier auch gleich an reinzustechen. Na gut, wir machen jetzt hier einmal den Deckel rauf. So, nicht den Deckel, sondern die Leerzange. Die kommt hier rauf. Gut. Dann kommen die Honigwaben. Die leergeschleuderten Honigwaben rauf. Hierbei muss man sich ein bisschen beeilen. Weil wie gesagt, das lockt ja viele Räuber an und Wespen sind hier zum Beispiel auch schon sehr viele. So, gut. Jetzt haben wir natürlich einen recht hohen Turm. Da muss man auch ein bisschen drauf achten, dass morgen zum Beispiel kein Unwetter ist oder so. Weil wenn ja recht viel Sturm ist oder so, ist ja klar, dann wird das, oder ist die Gefahr im Teil groß, dass das vom Sturm umgewirbelt wird. So ist jetzt aber keine Sturmwarnung angesagt, deswegen gar nicht das Problem. So, und das werden die jetzt bis morgen ausgeschleckt haben. Ja, also ist schon ein ganz schön hoher Turm, ist ja fast so hoch wie ich. Gut, also ja, ein bisschen höher, aber er steht ja unten noch auf dem Klotz. Ja, wir gucken mal in ein, zwei Tagen nochmal nach. Dann werden die sicherlich die Waben ausgebaut haben, repariert haben. Und auch hoffentlich den Honig rausgeschleckert haben. Also das werden sie wahrscheinlich als erstes machen, bevor sie mit der Reparatur anfangen. Boah, so eigentlich steht der Turm hier recht sicher. Da habe ich gar nicht so die Bedenken. Gut, wir gucken morgen mal rein und dann sehen wir, wie das ist. Weil für mich ist das auch das erste Mal. Aber ich habe mir sagen lassen, eine Leerzange. Und dann, die Leerzange ist nämlich dafür da, dass hier ja eine Barriere geschaffen wird, dass sie nicht gleich anfangen, die wieder voll zu tragen oder so. Und so tragen sie den Honig runter. Ja, gut. Ja, jetzt sind einige Tage um. Ich hatte nach zwei Tagen den zweiten Honigraum runtergenommen, den wir aufgesetzt hatten. Und das sind die Waben daraus. Ich wollte euch das mal zeigen. Also, die sind jetzt nicht perfekt ausgebaut, aber... sie sehen nicht mehr ganz so ramponiert aus. Gut, hier noch so ein bisschen. Das werden die aber sicherlich dann irgendwann wieder ausziehen nächstes Jahr. Dieses Jahr, glaube ich, brauche ich die nicht mehr. Oder es kommt noch hier richtig Tracht rein. Hier kann man das sehen, da habe ich ein bisschen rabiat hier. Ein bisschen mehr abgenommen bis zur Mittelwand. Weil der
Die Entdeckungsgabel, die ist ein bisschen blöd. Die ist, funktioniert nicht so gut, wenn das vorne die Zinken gleich versetzt und dann zieht man hier das so gut ab. Aber gut, die Waben sind jedenfalls trocken. Die haben allen Honig rausgeholt. Und ja, das sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Ich bin damit zufrieden. Und den Rest bauen sie dann irgendwann noch aus, weiter vernünftig. Aber die sehen auf alle Fälle lange nicht mehr. Die sehen wirklich lange nicht mehr so ramponiert aus, wie wo ich sie ja, rausgeholt hatte. Ja, gut. So, und in der Zarge, die jetzt da oben, die letzte Zarge, die jetzt noch da drauf ist, die habe ich drauf gelassen, weil sie da schon... weil sie da irgendwie noch frischen Nektar irgendwie wieder eingetragen haben. Wie gesagt, das war dann ein bisschen zu lange. Ich hatte die eine Zarge oben, die hatte ich dann nach 2 Tagen runtergenommen. Dann sah das so aus. Und dann hatte ich unten in die Zarge geguckt, da müssen die wohl alles eine Etage runtergetragen haben oder so. Jedenfalls war da Nektar drin. Oder Honig wird das dann wahrscheinlich schon gewesen sein, ich weiß das nicht. Und dann habe ich gesagt, gut, lasse ich das erstmal drauf und warte bis zum Wochenende. So, jetzt haben wir das Wochenende und jetzt kontrolliere ich das einmal, wie das aussieht, ob die vielleicht sogar noch mehr eingetragen haben dort. Das wäre natürlich schön, dann würde ich das Volk auf 3 Honigräumen dann packen. Aber weiß ich noch nicht. Wir gucken uns das jetzt gleich mal an. Dafür nehmen wir jetzt die oberste Zarge ab. So. Natürlich ein bisschen Gewicht ist drin, könnte mehr sein. Ich glaube nicht, dass sie da großartig noch was reingetragen haben. Hier kann man das zum Beispiel sehen, gut sehen, finde ich. Hier haben sie nämlich wieder was eingetragen und ich glaube, das ist frischer Nektar, der ist sehr flüssig. Also haben sie wirklich den Platz gleich ausgenutzt. Er tropft auch richtig, sollte er ja auch, wenn er frisch ist, und haben hier gleich wieder was eingeparkt, weil das Problem war, dass wahrscheinlich die unteren beiden, die sind ja schon voll, da kriegen die wahrscheinlich nichts mehr rein. Und dann haben sie sich gesagt, gut, dann machen wir das hier oben rein. Wäre jedenfalls eine Überlegung, dass sie das so vielleicht machen. Aber die jetzt sind hier leer. Die hier sind auch leer. Ne, hier ist noch was drin. Gucken, hier ist ein bisschen was drin. Also ein bisschen was haben sie hier eingelagert. Und ja, wir gucken uns jetzt einfach mal an, wie das unten aussieht, wie die Honigräume aussehen und das Brutnest. Und dann überlege ich, ob ich das diese Zarge, ob ich die wirklich auf 3 Honigräume raufpacke. Vielleicht finden die ja noch was, weil dieses Volk ist recht stark. Und Imkerkollege meinte, dass jetzt nochmal Tracht irgendwie losgehen soll. Also mal abwarten. Und der hat ja schon ein bisschen mehr Ahnung, der macht das ja schon ein paar Tage länger. Und der weiß auch, wie das denn hier so in der Region ist mit dem Honig. Oder auch mit den Trachtverhältnissen. Deswegen denke ich, kann man ihm da so ein bisschen vertrauen. Aber man weiß immer nicht, wenn das Wetter jetzt wieder total umschlägt. Mal gucken. Das ist alles, ja, das hängt ja irgendwie alles so am Wetter ab. Ja, ist das nicht eigentlich auch ein herrlicher Anblick, wenn man so von oben reinguckt und wie das hier aussieht mit den Bienchen, wie die denn hier rauskommen? Ich finde das immer wieder herrlich. Ist immer ein schönes Bild und ist vor allen Dingen auch ein herrlicher Duft. Und damit bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hier könnt ihr euch noch weitere Videos angucken. Ich werde das Völkchen jetzt hier zumachen. Und wenn ihr meinen Kanal unterstützen wollt, dann lasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.